Die Futsal-Bundesliga startet in die neue Saison. Für den TSV Weimdorf steht der Hamburger SV als erster Gegner auf dem Spielplan. Wir springen direkt in die zweite Spielminute. Zuerst der Schuss von Ribeiro und dann die anschließende Ecke. Und das ist dann auch die erste Torschance des TSV Weimdorf, doch die geht am Tor vorbei. Weiter geht es mit Kennedy Ribeiro, der auf Derwischei, doch auch dieser Schuss verfehlt das Tor. Die Hamburger tun sich in der ersten Halbzeit sehr schwer in der Weimdorfer Hälfte. Hier einer der wenigen Versuche, doch der TSV Weimdorf verteidigt die Teamleistung und lässt nichts anbrennen. Derwischei immer wieder mit guten Einzelaktionen, doch beim Torschuss hapert es noch. Dann die erste gelbe Karte in einem doch allgemein fairen Spiel in der 8. Minute. Floris Neves im Zweikampf mit Derwischei in der oberen Bildhälfte, für die Unparteiischen ein wenig zu ungestüm. Weilimdorf lässt nicht locker, was die zwei Aktionen von Memo Söser, der sich hier durch die Hamburger Reihen manövriert. Und dann auch kurze Zeit später durch Josip Businovic, der die gegnerische Reihen überspielen möchte, beweisen. Der Ball von Ribeiro auf Derwischei, aber nein, auch der geht vorbei. Heute soll es einfach nicht sein. Biotrag Akzentjevic, der Neuzugang vom Stuttgarter Futsal-Club mit dem Abwurf. Am Ende dann die Ecke für den TSV Weimdorf. Die wird schnell ausgeführt, doch Lastro Boris pariert den Schuss. Wir nähern uns so langsam dann der Halbzeit. 17. Spielminute, Weilimdorf erhöht die Schlagzahl. Memo Söser schießt und Tor. 1:0 für den TSV Weilimdorf. Söser lässt mit seiner Finte Eike Thiemann stehen und schießt Torhüter Boris durch die Beine. Weilimdorf hat Blut geleckt. Es sind ja noch 3 Minuten. Der Pass zu Derwischei. Und Tor. Weilimdorf erhöht auf 2:0 und da ist einem doch die Erleichterung dann auch ins Gesicht geschrieben. Tore schießen, es klappt doch auch bei Merkin Derwischei. Weiter geht's in der ersten Halbzeit. Die Jungs von Vitali Odehoff setzen den HSV immer stärker unter Druck. Grünberg verliert im Zweikampf mit Businovic den Ball. Söser, Ribeiro, Tor. 3:0 für den TSV Weilimdorf. Der Neuzugang von Hot 05 Futsal mit seinem ersten Tor für Weilimdorf im ersten Spiel. So. Und nach Bussi Bussi gibt es dann auch noch die Grüße an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Und mit einem Lächeln im Gesicht kann auf jeden Fall der TSV Weimdorf in die Halbzeitpause gehen. 3:0 der Halbzeitstand. Wir starten in die zweite Halbzeit und da schauen wir uns mal eine Szene an, die nachher noch relevant sein wird. Angriff Weilimdorf, Bolsinovic hat den Ball, von hinten kommt Ono Saklam und der hält sich im Gesicht. Der Schiedsrichter lässt erstmal weiterlaufen, Bolsinovic bricht dann den Angriff ab, schaut nach seinem Gegenspieler und jetzt Mustafa Kosa bespricht sich mit seinem Kollegen und zückt nach kurzer Besprechung die gelbe Karte gegen Josip Bolsinovic. Unbeeindruckt macht er erstmal weiter, bekommt den Abwurf von Akcentjevic, kann diesen am Ende aber nicht verwerten. Dann kommt der HSV. Jure Pusic, der Transfer aus der bosnischen Liga mit dem Ballgewinn und dann schiebt João Carlos Flores Neves den Ball durch die Beine des Weimdorfer Torhüters. Tor für den Hamburger SV. Kurze Zeit später ist es dann erneut Pusic mit der Chance. Dieses Mal scheitert er aber an Akcentjevic.
Dann kurzzeitige Verwirrung. Die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel. Hat HSV-Keeper Boris zwei Ballkontakte gehabt? Der daraus resultierende Freistoß würde Wallimdorf nicht ungelegen kommen, denn der HSV übernimmt immer mehr Spielanteil. Nach kurzer Beratung dann aber die Gewissheit, alles regulär, weiter geht's mit Ballbesitz für den HSV. Wir sind in der 35. Spielminute. Wir blicken auf den Zweikampf zwischen Bosinovic und Atay, der hier zu Boden geht. Das Spiel läuft erstmal weiter und dann nach einigen Sekunden doch der Pfiff von Erik Schell, der Bosinovic nach anfänglicher Unsicherheit doch mit Gelb-Rot vom Platz stellt. Wallimdorf jetzt in Unterzahl, weswegen Trainer Oddehoff die Auszeit nimmt, um sein Team nochmal einzustellen. Das klappt dann auch zu Beginn nochmal gut, was einige Leistungen der Wallimdorfer Abwehr beweisen. Ribeiro pusht sich hier nochmals, kann dann aber wenige Sekunden später das Tor von Maximilian Grünberg nicht verhindern. 3:2 der neue Spielstand, der Vorsprung der Gastgeber schwindet. Der HSV erhöht den Druck weiter. Jetzt wird mit Flying Goalkeeper gespielt. Doch das Flying Goalkeeper-Spiel birgt auch Gefahren. Wallimdorf gewinnt hier den Ball. Das Tor ist leer. Ante Lubic läuft an, schießt den Ball aber rechts am Pfosten vorbei. Zum Dank gibt es vom HSV dann noch einen Schubser, der vom Schiedsrichterteam allerdings ungeahndet bleibt. Am Ende bleibt es beim 3:2 für Wallimdorf. Für die Hausherren die ersten Punkte im ersten Spiel, bevor es dann in der nächsten Woche zu Hause gegen Regensburg weitergeht. Für die Gäste geht es mit der ersten Saisonniederlage zurück an die Elbe.